Stellt euch mal vor, ihr adoptiert als Familie ein liebes, kleines, sechsjähriges Mädchen. Anfangs läuft alles gut, die Familie ist glücklich über ihre neu gewonnene Tochter und verbringt eine wunderschöne Zeit. Doch mit der Zeit wurde alles immer seltsamer. Die sechsjährige Tochter verhielt sich auf plötzlich erwachsen oder komisch. Sie stand zum Beispiel auf einmal mitten in der Nacht mit einem Messer im Schlafzimmer und obwohl sie 6 Jahre alt ist, hat sie bereits ihre Monatsblutung und Schambehaarung. Bis die Familie dann auf einmal herausfindet, dass es überhaupt gar keine Informationen über das Mädchen gibt. Keine wirklichen Ausweise, keine Urkunden, keine Vermerke. Als sich dann wohl schließlich herausstellte, die Familie hat in Wirklichkeit eine erwachsene Psychopathin adoptiert, die sich nur als kleines Mädchen ausgab. Was wie die Geschichte aus dem Film Orphan klingt, ist wirklich passiert. Heute schauen wir uns den Fall Natalia Grace Barnett an. Hallo zusammen! Natalia Grace ist laut ihren Geburtsunterlagen im Jahr 2003 in der Ukraine geboren. Nur kurze Zeit später gab die Mutter sie zur Adoption frei. Warum ist unbekannt. Im Jahr 2010 landete Natalia dann bei der Familie Barnett in Amerika. Die Familie Barnett bestand aus dem Vater Michael Barnett, seiner Frau Christina Barnett und deren 3 Söhnen. Die Barnetts adoptierten Natalia in der Annahme, sie sei 6 Jahre alt. Der Familie ist bewusst, dass Natalia an Kleinwüchsigkeit leidet und auch schwache Muskeln hat. Ziemlich schnell fällt der Familie aber auf, dass etwas mit Natalia nicht stimmt. Sie wächst kein bisschen, denn sie sind der Meinung, dass auch eine 6-jährige Kleinwüchsige trotzdem noch wachsen müsste. Aber noch viel schlimmer, als die Mutter Christina Natalia in der Badewanne wäscht, stellt sie fest, dass sie bereits Schambehaarung besitzt. Und ihre Eltern finden später Blut in ihrer Unterwäsche. Sie hatte also bereits mit angeblich 6 Jahren ihre Monatsblutung? Die Eltern wussten, da kann etwas nicht stimmen. Warum sollte ihre 6 Jahre alte Adoptivtochter bereits die Monatsblutung haben und einen geschlechtsreifen Körper besitzen? Sie mochte außerdem kein Spielzeug und sie spielte auch nicht gerne mit anderen Kindern. Die Familie hegt dann schnell den Verdacht, dass Natalia in Wirklichkeit eine erwachsene Frau sein muss, die sich nur als Kind ausgibt. Die Familie wusste sich nicht weiter zu helfen und konfrontierte Natalia damit. Doch als sie anfingen, ihr Alter in Frage zu stellen und eine Erklärung von ihr wollten, wurde Natalia immer aggressiver. Sie hat zum Beispiel versucht, ihre Adoptivmutter in einen Elektrozaun zu schubsen und gedroht, der Familie etwas anzutun, wenn sie dies alles melden. Als die Mutter Christina nachts aufwachte, stand Natalia still vor ihr und beobachtete sie beim Schlafen. Und als wäre das nicht schon gruselig genug, hatte sie auch noch ein Messer in der Hand. Auf den Stiegen fand die Familie immer wieder Stecknadeln, dass sich die Familie nachts an den Füßen verletzt, hingelegt von Natalia. Später luden sie sogar noch einen Freund zu sich ein, der ukrainisch spricht. Sie dachten, er schafft es vielleicht, ihr die Wahrheit zu entlocken, wenn sie dann nämlich gemütlich in ihrer Muttersprache mit ihm sprechen kann. Doch dann erhielt die Familie die nächste schockierende Nachricht. Ihr Freund sagte einfach, dass sie kein Wort ukrainisch kann. Sie versteht weder, was er sagt, noch kann sie irgendwas auf ukrainisch selbst sagen. Ist also sowohl ihre Herkunft als auch ihr Alter einfach nur gelogen? Ist vielleicht sogar ihre Muskelschwäche erlogen? Die Familie erzählte nämlich davon, dass sie Natalia die meiste Zeit herumgetragen haben, wegen ihren schwachen Muskeln, und sie kaum lange gehen konnte. Doch als sie mal einen Badeausflug zum Strand machten und ihre Söhne zum Meer liefen, wollte Natalia auch sofort zum Meer. Die Eltern haben aber noch irgendwas aufgebaut oder abgeladen und sie wollten sie dann später zum Meer hintragen. Aber Natalia lief dann ohne Probleme selbstständig zum Meer. Sie gingen dann zu einem Arzt mit Natalia und auch zu einem Psychologen. Der Arzt stellte die schockierende Vermutung angeblich offiziell fest, dass aufgrund ihrer Zähne und ihrer Knochen sie weit über 18 Jahre alt sein muss. Ihr Alter wurde von dem Arzt auf ca. 22 bis 30 geschätzt, statt als das 6-jährige Mädchen, als diese sich ausgab.
Der Psychologe stellte außerdem fest, dass Natalia eine psychopathische Störung habe und sehr manipulativ ist. Daraufhin schaltete die Familie sofort die Polizei ein. Die Polizei und auch das FBI ermittelten gegen diese ukrainische Adoptivagentur. Es besteht der Verdacht, dass versucht wird, absichtlich erwachsene Menschen aus der Ukraine nach Amerika zu adoptieren. Es besteht außerdem auch die Theorie, dass Natalia alle angelogen hat, auch die Agentur, und aufgrund von Geldnot adoptiert werden wollte, damit sie eventuell wichtige Operationen oder Medikamente kostenlos bekommt. Aufgrund ihrer Krankheit ist nämlich ihre Adoptivfamilie in Amerika dazu verpflichtet, die Kosten für ihr Adoptivkind zu übernehmen. Später kam dann auch auf, dass Natalia bei extrem vielen Adoptiveltern bereits zuvor war, doch mit keiner Familie hat es geklappt. Warum wohl? Der Familie Barnett wird das alles zu viel und sie lassen Natalia dann einfach zurück in ihre Wohnung und fliehen mit ihren Kindern nach Kanada. Und jetzt kommt das Absurde. Die Familie Barnett muss wohl jetzt eventuell ins Gefängnis, wenn sie nicht final beweisen können, dass Natalia zum Zeitpunkt der Adoption erwachsen war. Denn es gibt einen Gerichtsbeschluss, dass die Familie Barnett ein kleines, hilfloses Mädchen allein in ihrer Wohnung gelassen haben. Sie haben ihr zwar Geld und Lebensmittel da gelassen und weiterhin die Miete übernommen, aber trotzdem haben sie ein kleines Kind alleine gelassen, offiziell vor Gericht. Wobei das Ganze natürlich komisch wirkt, denn Natalia hat das Ganze ohne Probleme überlebt. Es wird davon ausgegangen, dass ein 6-jähriges Kind niemals allein in einer Wohnung überleben könnte. Natalia selbst hat sich dann auch noch zu Wort gemeldet, und zwar im Jahr 2019. Sie meinte, sie war zum Zeitpunkt der Adoption wirklich keine 6 Jahre alt, aber sie war zum Zeitpunkt der Adoption 8 Jahre alt und keine 22 bis 30. Und alles, was die Familie Barnett sagt, ist einfach nur gelogen. Sie fühlt sich von der Familie Barnett hintergangen und ist sehr traurig, alleine gelassen worden zu sein. Sie ist zum Zeitpunkt des Interviews 16 angeblich und zum Zeitpunkt der Adoption war sie wie gesagt 8. Die Familie Barnett bestätigt weiterhin, dass sie zum Zeitpunkt der Adoption über 18 war und jetzt aktuell über 30 sein müsste. Also steht klassisch Aussage gegen Aussage, aber ich denke mir in diesem Fall wirklich, warum sollte die Familie Barnett so viele Lügen behaupten? Sie wollten doch selbst schließlich eine Tochter adoptieren und auch wenn sie laut eigenen Angaben 8 gewesen wäre, warum dann die Monatsblutung und Schambehaarung? Warum konnte sie kein Wort Ukrainisch? Und warum war ihre Muskelschwäche auch scheinbar nur gespielt? Die Familie wurde zwar nie wirklich verletzt, aber warum sollten sie sich das alles mit dem Messer und den Reißnägeln und den ganzen Drohungen nur ausdenken? Wie hätte sie als 8-Jährige ewig lang allein in der Wohnung überleben können? Natalia selbst sagt im Interview auch nicht, wie es wirklich war. Sie sagt eigentlich nur, dass alles von Familie Barnett gelogen ist, was auch nicht wirklich vertrauenswürdig klingt. Es ist schwer zu sagen, wie alt sie jetzt wirklich ist, aber das Seltsame ist, sie hat jedenfalls auch selbst keine Beweise für ihr Alter geliefert. Auch hat sie keinerlei offiziellen Dokumente vorlegen können und sie stellt sich aber weiterhin als Opfer dar, damit die Familie Barnett wegen Kindervernachlässigung weiter belastet wird und ins Gericht muss. Was meint ihr zu dem Fall? Glaubt ihr eher Familie Barnett oder Natalia? Welche Fakten stehen für euch für wen? Und welche Theorie habt ihr zu dem Ganzen? Ich bin jedenfalls schon extrem gespannt auf eure Meinungen dazu. Und auf jeden Fall ist das einer der extrem gruseligsten Fälle, von denen ich je gehört habe. Und das Ganze erinnert wirklich extrem stark an den Film Orphan. Vielen Dank an der Stelle an die tollen Patreon-Supporter und auch an die Kanalmitglieder. Ihr ermöglicht diese Videos. Sehr gerne noch das Video liken und teilen, das hilft mir sehr. Abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Videos mehr zu verpassen.